So, da wären wir wieder. Und unsere Aufgabe liegt direkt vor uns. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal ein Casting Basin. Fluidux haben wir dabei, oder? Ne, wir haben keine Fluidux mehr, okay. Also 6-mal Casting Basin, 6-mal Fluidux, 6-mal Tank, 6-mal Fluid Exporter und Kabellage obendrauf, die ich jetzt schon verteilen kann. So. Oh, wir brauchen mehr Kabel. Okay, also Kabel und 6-mal das gesamte Set. Achso, und Importer brauchen wir unten auch noch. Und noch mehr Kabel dazwischen. Ja, okay. Gucken wir doch mal, ob wir alles dafür da haben. Das sieht nicht gut aus. Hatten wir nicht gerade erst neue Chips gebaut oder so? Ja, ich habe ihn gebaut, aber ich habe ihn nicht reingesetzt. Sehr schön, Georgon. Sehr schön. Naja, es sieht noch okay aus. Also die hier hinten ist halt die Anzeige, wie voll das ist. Das eine ist dafür, wie viele Gegenstände reinpassen und das andere ist dafür, wie viele verschiedene Gegenstände reinpassen. Also, ist noch okay. Aber trotzdem regelmäßig erweitern mit neuen Storage Chips. So, wir hätten jetzt gerne aber Duct, nicht Fuck. Duct da. Fluiducts hätten wir gerne. Wir hätten gerne Exporter. Fluid Exporter. 6 Stück. Wir brauchen dann alle Flüssigkeiten einmal. Das könnte noch lustig werden. Was haben wir denn jetzt? Wir haben bisher, glaube ich, nur Kupfer und Eisen, ne? Ja. Molten Copper. Okay. Also das nächste, was mir einfällt, ist Tin und dann Blei. Die beiden hätte ich ganz gerne. Frage, haben wir genug Flüssig? Oh, Mob-Essenz ist ein Problem. Genug Enderperlen, okay. Aber wie ihr sehen könnt, die Mob-Essenz, die wir bekommen durch den Killturm, die wird sofort verbraucht. Dadurch, dass wir halt durchgehend die Endermen spawnen wollen. Okay. Also wir haben momentan 5 Flüssigkeiten. Wie viele verschiedene Flüssigkeiten könnten wir denn reinpacken? Hier sind noch 4 frei, hier ist noch einer frei. Also wir können schon mal nicht alle 6 Dinger da bauen. Aber ist okay. Dann hätten wir gerne noch Tanks. Ich hätte gerne noch einen mehr, einfach damit es gleichmäßig gebaut ist. Da. Wir haben keine Glaspanes. Bau mir bitte Glaspanes. Ah. Bau mir bitte den Stack. Glaspanes. So. Ding. Du da rein, du da rein. Dann brauchen wir noch Importer. Imp. Nee, keine Flüssigkeitsimporter. Wir brauchen ganz normale Importer. Die da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, es hat geklappt. Sehr schön. Dann brauchen wir noch normale Kabel. Die da. Zip. Oh, wir haben kein. Was ist in der Mitte? Fluidstast. Ja, das ist nichts Außergewöhnliches. Hier. 1,5 Stacks und wir haben schon wieder kein Redstone. Das ist echt hier, ja. Du da rein, du mach leer. Und jetzt bräuchten wir flüssiges Tin. Also Tin. Ich kombiniere mal kurz von Hand das Zeug hoch. Und das, was wir da am meisten haben, also entweder die Sandvariante, die Dust-Variante oder die Gravel-Variante. Die schmeißen wir in den Hochofen. Aber so wie es ausschaut, wird es die Dust-Variante sein. So, ja, 500 noch was. Du, komm mal mit. Ich hoffe, der Hochofen funktioniert auch und ist nicht schon wieder kalt. Ja, rein damit. Zack, zack. Hier nimm noch ein Tincent. So, jetzt müssten wir schon Tin im, ne? Genau da, Molten Tin. Sehr schön.
Zack, Molten Bucket. Goodie, goodie, goodie. Du dahin, Kabellage dahin, du dahin, du so. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. Okay. Es kommt später. Du da, du da, du da. Irgendwas hat gerade geklickt. Das ist komisch. Bestimmt irgendein Hühnchen. Was zur Hölle? Das war so ein ähnlicher Klick wie vom Schalter, aber nicht genauso. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Fluid Exporter. Ich hoffe, die sind nicht alle schon irgendwie voreingestellt. Ne, sind sie nicht, okay. Dun, 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 dun. So. Nicht da. Da, du weg. Du da, das hat schon wieder geklickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht rausfinden werde, woran es liegt. Also ich setze mich jetzt eine Viertelstunde lang hin und gehe meine ganzen Maschinen durch und da bin ich nicht so motiviert zu. So, so, so. Die Kabel dazwischen brauchen wir doch gar nicht, oder? Ja, ich glaube nicht. Was wir brauchen, sind die Kabel hier zwischen später. Ne, warte, dich nicht. Du bist da falsch. Da muss ein Importer hin. Normal. Importer. Normal. Importer. So, so, so. Normal. Importer, Importer, Importer. Fackel weg. Fackel unbedingt neu aufstellen. Ja. Zu, zu. Dann brauchen wir gleich nur noch die Casting Basins. Ja, Casting Basins. Oh, und die Servos, die ich nicht dabei habe. Ja, Toastbrot essen. Nom, 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 nom. Also Servos einstecken, Casting Basins entweder aus dem ME-Terminal holen oder herstellen, wofür wir dafür wieder Grout bräuchten. Zwei hätten wir. Okay, dann hätte ich gerne Stone. Was? Grout. Wir haben kein Grout. Grout. Kein Gravel. Ja, weil das alles instant verbaut wird. Wo ist unser Gravel-Rüttler? Genau. Machen wir mal dicht und warte. Dann müsste sich das hier eigentlich anstauen, oder? Anstauen ist gut. Das ist ja wohl mal ultra langsam, was der da abbringt. Ich bin entrüstet. Ich glaube, wir brauchen nochmal so ein Dreier-Set hier direkt daneben. Nee, Quatsch. Das macht das Ganze ja noch viel langsamer. Wir brauchen noch mehr von den Pulverizern. Also nochmal ein Set Cobble zu Dust, nochmal ein Set Cobble zu Gravel, nochmal ein Set Cobble zu Sand. Sonst wird das nix. Aber das packen wir nicht hier in den Raum, oder? Also wir könnten jetzt hier noch eine Reihe an Maschinen machen. Oh, das sieht sogar teilweise ganz cool aus. Also wenn wir jetzt hier links neben uns noch so einen Gang mit Maschinen hätten, dann ist das so richtig schön eng und mit Kabeln und so weiter. Und links und rechts sind Maschinen, die alle komisches Hightech-Zeug machen und so. Das ist, ja, doch, 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 sehr okay. Das heißt, wir schnappen uns mal einen von denen hier. Das sieht aus wie ein Fass, Quatsch, wie ein Bucket mit Milch irgendwie. Ja, das ist dezent heißer. Oder wir machen es hier mittig. Machen da nur ein paar Maschinen dran? Nee. So. Hier.
Wenn wir es bis hier so ungefähr bauen, ist es auch nicht so doll im Weg. Das heißt, wenn man nach links weiter will, geht man einfach hier rum und die Maschinen da stören einen nicht. Weil man muss auch immer bedenken, die Maschinen kommen zwar oben drauf, aber hinten dran brauchen wir immer noch die Importer zum Beispiel. Also es wird bis zur Mitte belegt sein mit Maschinen. So, was haben wir denn da jetzt an Plätzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste genau für alle Pulverizer reichen. Du kannst weg. Also wir brauchen gleich 6 Pulverizer, wir brauchen 6 Importer, 6 Exporter. Ja doch. Dafür haben wir aber kein Redstone. Also machen wir das später. Außerdem wollte ich eh irgendwas anderes machen. Genau, ich wollte da hinten. Oh, wir haben keine. Servos. 7 Stück, das klingt gut. So. Ich wollte hier hinten die Dinger aufbauen. Servo, Servo, Servo. Servo, Servo, Servo. Flup. Flup. Dich abpumpen, dich abpumpen. Und dich so einstellen, dass du bitte Tin exportierst. Was du nicht machst. Ne? Wir wissen, da gab es schon mal Probleme. Das ist. Wir haben schon Tin, oder? Ja, 44 Buckets an Tin haben wir. Wir haben definitiv genug Strom. Wir haben auch definitiv ME-Anschluss für den Exporter, der sich selber nicht als Kabel sieht. Müsste alles okay sein. Wird es auch automatisch durchgereicht? Nö, das ist empty. Die sind allerdings alle empty. Staut sich das Eisen auch? Gucken wir mal. Hier, wir haben gar kein Molten Iron. Das ist auch mal wieder komisch. Was? Oh, falsches Terminal. Iron. Es wird automatisch weggenommen. Wird es auch automatisch hier reingeworfen? Ja, Iron Sand. Molten Iron kommt an. Ah, da war ganz kurz Eisen. Ah, wirklich ganz kurz. Und Eisenblock ist da. Also das System funktioniert. Zumindest mit dem Eisen. Was hier jetzt los ist, kann ich nicht sagen. Also es kann sein, dass die Tanks mal irgendeinen Fitzelrest drin hatten. Ja, genau. Da guckt mal das Symbol oben. Das ist jetzt weiß geworden. Der Tank dachte vorher, er wäre ein Eisentank. Deswegen ging das vielleicht nicht. Ich stell dich mal eine Stufe höher.